So, servus, hallo, willkommen zurück, grüß Gott, tschüss und auf Wiedersehen. Ne, da sind wir wieder. Bei Graveyard Keeper. So, heute in der Folge werden wir mal... ganz kurz, haben wir nicht eine Leiche bekommen? Ah ja, stimmt, da war ja was. Werden wir uns mal darum kümmern, Geld zu verdienen. Und dann werden wir mit den ganzen Leuten reden. Ach, wieder vier, I hate it. Komm, scheiß drauf. Wir klöppeln gleich alles raus, was wir hier rausholen, weil die Leiche wird eh scheiße. So. Haut. Und Schädel. Ich bin mir noch mal die ganzen Quests durchgegangen. Also eigentlich sieht es gar nicht so schlecht sogar aus momentan. Also wir haben nicht mehr allzu viele Quests. Nur noch bei den Hauptcharakteren. Man muss dazu sagen, fürs Late Game, ja, vielleicht spoilere ich da ein bisschen. Wir müssen tatsächlich bei allen Hauptcharakteren, also diese sechs Hauptcharaktere, die hier einmal alle sechs Tage nur kommen, mit denen müssen wir, glaube ich, überall auf 100 sein, damit die uns am Ende helfen, nach Hause zu kommen. Also, falls man nach Hause kommen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die müssen wir auf jeden Fall alle nach oben pushen. Von daher, es wird bei dem einen oder anderen noch sehr lange dauern. Beim Inquisitor, da sind wir echt ganz gut aufgestellt mit 75 gerade. Aber hier Schlange 50, 40, 40, 50, 40. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wobei, ja, ich hoffe bei dem Kaufmann, da sind wir bald durch. Was haben wir denn heute für einen Tag? Episkop. Das könnten wir heute mal machen. Weil wir haben ja jetzt die Tussi befreit. Und dementsprechend können wir mit dem Roma-Baron reden und über Esmeralda vielleicht ein paar Sachen erfahren. So, wir schmeißen erstmal hier alles wieder raus. Inventar clearen. Fischnuggets wollte ich auch noch machen. Können wir nebenbei machen. Wir müssen jetzt zum Roma-Baron. So, das können wir alles verkaufen. Da kriegen wir nochmal ordentlich Asche. Dann können wir hoffentlich morgen dann an dem Tag, wenn wir eh unsere Predigt halten, vielleicht die Handelslizenz für 50 Silber holen. Da machen wir heute mal einen Tag, wo wir nur Sachen verkaufen. Warum renne ich hier oben hin? Ich muss das Fleisch nochmal einlagern. Und das Salz. Und dann laufen wir mal los. Wir gucken mal ganz kurz an dem Stand vorbei. Ich habe komplett vergessen, da mal reinzugucken. Also wir haben ja Ende der letzten Folge hier diesen, naja, Snackstand am Hexenhügel und erbaut. Ach, und die Wachen sind weg, ne? Oh, fucking hell, Alter. Ja, okay. Ich tippe mal, dadurch, dass es sechs Sachen sind, dass wir von jedem Charakter, wenn wir bei 100% sind, eins von diesen Teilen kriegen. Zum Beispiel die oh Gott, Entschuldigung. Spiegel des Stolzes könnte ich mir vorstellen bei Frau Anmut. Den goldenen Winkel vielleicht beim Episkop oder vielleicht das Buch beim Episkop, die salzige Gabel vielleicht beim Händler und so weiter. Also sechs Sachen brauchen wir, okay. Buffet, Bier platzieren, Burger platzieren. Fünf goldene Burger natürlich. Und dann können wir hier Geld machen. Bier, apropos Bier, ist eine Technologie. Landwirtschaft, wo ist Bier? Hier ist Bier herstellen. Blaupause, Brauplatz. Machen wir. Aber erstmal machen wir Geld. Und die Roma-Baron-Quest. Halt, wir müssen noch weiter runter. Und ich habe wieder nicht geguckt, wo Erz ist. Naja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zombie demnächst. Ja, scheiß drauf. Wir müssen uns definitiv noch ein, wenn nicht sogar zwei Zombies mal kreieren, damit wir oben im Bergwerk die beiden da abstellen können. So, tappa tappa tappa. Hallo, ich brauche Geld, ich bin arm. Horadrik, gib mir Geld. Hier, zack, zack, zack. 28 Silber, yes! Ein Fischnugget kaufen wir uns, damit wir eine Errungenschaft gleich kriegen. So, hauen wir uns auch gleich mal rein. Fischnuggets. Achtung, Errungenschaft.
Schmeckt wie bei Mutti. Die Errungenschaft. Ihr seht es immer nicht, weil ich Spielaufnahme mache und da werden irgendwie die Dings nicht angezeigt, die Errungenschaften. Bei Bildschirmaufnahme würde da alles sehen. Gut, da würdet ihr auch Nachrichten sehen, die hier nebenbei immer noch einfliegen. Oder irgendwelche Steam-Freunde, die gerade irgendwelche Spiele zocken. Komm, mach hin. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Dass wir auch zum Episkop nochmal runterrennen können. Oh, das wird eng mit dem Episkop. Ja, ja, ich weiß. Hallo. Deine Freundin ist frei. Ich hab mit der Inquisition geredet. Achso, ich habe mit der Inquisition, mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ja, ich hatte also recht. Ihr ist wirklich dein Freund. Also muss ich dir hier ziemlich wichtig sein. Also, erzähl mir von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt, aber sie hat ihren eigenen Leuten verraten. Sogar ihre Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde, für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren Wahrnamen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Gehen. Schnell, schnell, schnell. Also, Frau Anmut ist die Tochter vom Episkop. Kell. Neuigkeit. Oh, das wird sehr, sehr knapp. Please don't go. Please don't go, Abby. Episkop. Wieso ist das Episkop? Das ist der... Der Wissenschaftler. Wie heißt er denn? Nicht Wissenschaftler? Oh, komm, 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 komm. Oh, ein Glück. Der Astrologe, stimmt. Esmeralda, deine Tochter. Meine Tochter. Wo sind sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren. Aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeralda das Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Rede mit Frau Anmut. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Okay, natürlich helfen wir ihm. Bücher. Ach, da kriegen wir... Da kriegen wir Böpsel dafür. Cool. Okay, also, ganz kurz. Roma-Baron reden, da oben haben wir es. Check. Frau Anmut... Reden. So. Oh, ein Glück. Kurz vorm Ende haben wir ihn doch noch erwischt. Das war glücklich. So, jetzt müssen wir auch nicht mehr angeln gehen, weil die Fischnuggets habe ich schon gegessen. So, dementsprechend, was haben wir morgen? Morgen holen wir uns die Handelslizenz. Und mit dem Händler müssen wir eh reden. Von daher können wir mit dem Händler gleich beide Quests erledigen. Das ist doch fantastisch. Ja, was machen wir denn heute noch? Ich würde sagen, wir können uns ja mal ganz kurz um den... Ach so, um die Leiche kümmern, ja. Ich wollte mich sowieso um den Keller kümmern. Damit er ein bisschen dunkler oder böser wird. Aber wir fangen erstmal hier mit dem Zombie an. Und ganz ehrlich, ich werde den Zombie jetzt, wenn er denn gut ist... den Zombie, den Toten. Werden wir ihn als Zombie wiederbeleben. Und dann hoch zum Bergwerk schleppen. Ach, wieder vier. Gut, ist mir egal. Blut und Fett nehmen wir raus. Blut und
Fett. Was hat denn der für eine Qualität dann? Also 1 und 10. Der Zombie-Saft können wir auch locker selber herstellen. So, Öl nehmen wir mit. Alter, hier die Geschichten, die wir haben. Und Zähne davon. Das kommt hier noch rein. Blut kommt hier noch rein. Gut, Öl und Angel kommen dann nach hinten. Aber erstmal erstellen wir uns einen neuen Zombie. Dann würde ich sagen, machen wir die Predigt schon mal. Ja! Der für eine Qualität. 8%. Warum hat denn der Erzefusch? Ist der schon wieder Mist gebaut? Dammit, Alter. So, dann werden wir das Fleisch entfernen. Dann müsste eigentlich theoretisch besser sein. Nö, immer noch 8%. Naja, gut. Gut. 8% ist akzeptabel. Dann schnappen wir uns mal ganz kurz die ganzen Schädel. Gott, Alter, haben wir zum Glück auch nur 8. Und gucken mal schnell, ob wir noch was bauen können. Wahrscheinlich brauchen wir wieder Nägel und sowas, ne? Ja, okay, einmal Schädel in der Wand können wir machen. So, dann sind wir bei 6. Alter Schwede, das wird auch eine Mammutaufgabe, ey. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, dann können wir erstmal alles ablegen. Ja. Fleisch, Angel und Öl. Ja. Das wollte ich ablegen. Das hier, ganz ehrlich, werden wir alles erstmal verkloppen. Ach, den Schädel. Ganz bestimmt nicht. Aber das hier alles. Das könnten wir war auch bei dem Zamalma, glaube ich, bearbeiten. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Ganz kurz, wie stelle ich den Burger her? Wir kümmern uns dann, wenn wir den Zombie oben abgegeben haben, auch mal darum, Bier zu brauen. Da müssen wir nur Hopfen uns mal besorgen. Wo ist denn hier ein Burger? Kann ich Burger überhaupt herstellen? Kenne ich noch gar nicht. Okay, Burger müssen wir erst erlernen. Ich habe eine Idee, wo wir das lernen könnten. Nämlich bei der lieben Frau von Horadrik. Die hat ja noch zwei Rezepte für uns. Da kommt wieder der Zombie. Energie passt noch. Wir machen die Predigt und dann schmeißen wir erstmal den Zombie oben mal weg. Bei die Bergwerk. So, Schädel rein. Wir nehmen uns wieder Handelssegen. Will einer beichten? Nee. So, versammelt euch für die nächste Predigt, die wir zum Glück noch nie gehört haben. Ah, da können wir mal gucken, ob wir vielleicht mal ein paar neue schreiben können. Damit wir ja ein bisschen Abwechslung drin haben. Jo, eure Spenden sind willkommen, tolle Predigt. Super, ganz klasse, super cool, super toll, super toll. Ganz klasse, 37, 38. Ist irgendwas neu gebaut? So. Herr Episkop. Handelslizenz, 50 Silber. Scheiße, Alter. Die ist nicht für den Episkopen, weiß ich auch, aber alles für den Händler später. War bei dir schon auf Stufe 3? Ja. Okay, gut. Dann können wir uns die Handelslizenz bei dir klemmen. Können wir wahrscheinlich dann mal beim Schmied oder sowas abgeben. So, zack und zack. Da haben wir noch eine Handelssegens-Dings. Und was ist das hier? Achso, die Handelslizenz, klar. So, wahrscheinlich wird auch gleich die nächste Leiche kommen. So, mein Freund, mitkommen. Und wir
werden dich mal an deinen neuen Arbeitsplatz stecken. Du wirst aber nicht lange alleine sein. So, da bin ich gespannt, wie das abläuft. Also wie die Sachen quasi nach hier unten geschleppt werden. Falls das überhaupt möglich ist. So. Die sind hier immer noch fleißig am Werkeln. Sehr gut. Honigproduktion müssen wir wahrscheinlich auch mal bald ausweiten. Aber dazu würde ich gerne noch den Perk lernen. Bienenkönig oder keine Ahnung, wie der Perk hieß. So, Kohle brauchen wir nicht. So. Okay. Okay, geht los. Gut. Also, die produzieren uns Eisen. Ganz kurz mal. Habe ich hier so einen Eisenverarbeiter? Also hier kann ich, glaube ich, Eisen ablegen, ne? Steine? Ja, hier kann ich... Ne, hier kann ich Eisenerz zu einem machen. Ne, ich kann hier, genau. Hier kann ich es umwandeln in Eisenerz. Okay. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch die Hütte zum Pennen. Dass man sich hier mal wieder erholen kann. Gut. So, wir machen hier mal ein bisschen Holz weg. Weil ich das Holz hier oben... Ich weiß nicht, ob ich es hier brauche. Kann ich hier irgendwas aus Holz bauen? Kiste. Aber hier kann ich nur Steinschneider und sowas machen. Naja, gut. Holz wird ja nicht schlecht. Können wir einfach mal liegen lassen. Dann werden wir uns natürlich sofort einen zweiten Zombie machen, der dann die andere Seite des Bergwerks verarbeitet. Und dann haben wir immer schön viel Eisenerz, wenn wir welches brauchen. Was wir brauchen. So, Technologie. Wo ist denn das mit dem... Oh Gott, ich kann einen in die Farm stecken. Da ist Bienenfreund übrigens, das habe ich gesucht. Okay. Gärtner und Brauer. Okay, dann müssen wir ganz, ganz dringend unten zur Farm. Das wäre der Monster. Die Monster-Errungenschaft, wenn die Leute oder wenn die Zombies uns unsere Farm bewirtschaften und wir nie wieder das selber machen müssen. Steinchen mit, wo wir, glaube ich, Steine noch massiv viel... Oh Gott, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Wollen die spawnen einfach aus dem Nichts? Warum es da nicht so einen Spawnkreis gibt? Oder so einen Spawnschutz? So. Zack. Wo ist die Farm? Da ist die Farm. Und hier kann ich jetzt einen Zombie engagieren, ja. Engagieren. Zombie-Farm. Planken, Eisenstücke, Nägel. Okay. Also müssen wir definitiv machen. Das habe ich echt vergessen, wie die Zahlen waren. Scheiße, wir haben kein Eisen mehr. Ja, jetzt brauchen wir Eisen. Holzplanken zimmern wir uns nochmal schnell. Und jetzt bräuchten wir die Eisenstücke. Aber wir haben leider nur noch zwei. Und wir brauchen, glaube ich, drei, ne? Komm ich eigentlich von hier ran? Oh ja. Ja, wir brauchen drei. Scheiße. Aber die Nägel hätten wir auch sowieso machen müssen. Also... Kein Problem. Gut, also brauchen wir noch mal drei Eisenstücke dann. Neue Kiste müssen wir uns auch mal bauen dann. Stöckchen. Komm oben rein. Steine müssen wir noch ablegen. Pennen müssen wir nicht zwangsläufig. Stöckchen kommen hinten rein. Wein ist wieder fertig, den werden wir jetzt noch ernten. So.
Dann schnappen wir uns mal hier den ganzen Torf. Den werden wir gleich mit nach oben nehmen. Ist ja klasse, dass der Torf dahinter gefallen ist. So. Like always werden wir die Maden zerstören. 24 Torf nehmen wir mit. Und dann holen wir uns oben nochmal den ganzen Wein. Werden wieder Wein produzieren, damit wir Knete verdienen. Also das mit den 50 Silberlingen ging jetzt tatsächlich relativ fix, muss ich sagen. So, heute ist Frau Anmut da. Quatsch, bauen will ich nicht. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier halbwegs die gleiche Anzahl an Sachen wieder rausbekommen. So, jetzt fangen wir wieder oben an. The answer is no. Schade. Ach ja, hallo. Oh ja, sehr gut, Plus gemacht. Sehr geil. So, Torf kommt rein. Traubenkerne. Zweimal Gold. Zweimal Silber können wir herstellen. Das wird jetzt geil. Jetzt können wir nämlich richtig schön geilen Wein produzieren. Und zwar goldenen Wein. Und der wird richtig durch die Decke schießen, glaube ich, was das Geld betrifft. So. Okay. Viermal Buckets produzieren. Wir könnten auch fast ein zweites Weinfass unten bauen. Würde sich jetzt sogar fast anbieten. Weil wir werden ja auch Bier brauen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir dafür brauchen. So, erstmal machen wir Wein. Halt. So, wir brauchen unbedingt eine eigene Kiste irgendwann. So, 50%, dass es Gold wird. Ich bin gespawnt. Der Abfall muss noch weg. Ja, ich muss leider eigentlich nach oben. Zum Zombie. Quatsch, hier will ich hin. Um das Eisenerz zu holen. Aber wir quatschen jetzt erstmal schnell mit Frau Anmut. Ja, gut, okay. Wir machen leider wenig Geld. Aber wir müssen mal mit Frau Anmut reden. Ihr sagen, dass ihr Vater noch lebt, den sie an ihr gekannt hat. Wie traurig. Und mit dem Händler. Ach nee, mit dem Händler müssen wir morgen reden. Mit dem Händler müssen wir sogar doppelt reden. Doppelt und dreifach reden. Frau Anmut, hallo. Dein Vater. Nein. Ärgerlich. Können wir leider nicht machen. So, komm, hier, diese Handelslizenz können wir auch bei jedem anderen mal abgeben. War hier oben nicht noch irgendwo einer? Hier links. Hier, da. Meine Dame, hallo. Ah ja, bei ihr können wir es nicht machen. Gut, bei dem Scheißeverkäufer hier auch nicht wahrscheinlich, oder? Viel Spaß, Kumpel. Ne. Ja, hier, komm. Ganz ehrlich, wir gehen zum Schmied und kaufen uns jetzt einfach mal ein Eisenteil. Oder auch drei, ist ja egal. Wird ja nicht so teuer sein, hoffe ich. Dann können wir nämlich den die Zombie-Farm bauen. Ich hoffe, dass der Esel bald mal wieder mit einer Leiche kommt. Damit wir uns dann den ersten Zombie auf die Farm setzen können. Morgen. So einfache Eisenteile. 1,85. Check, machen wir. Dem müssen wir auch nochmal ein paar Handelsrollen geben. Oder Handelssegen. Damit wir auf die nächsten Stufen kommen. Halt. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal gleich, ob wir Hopfen kriegen.
paar Hopfensamen. Weil dann können wir uns, nachdem wir die Zombie-Farm gebaut haben, um den Anbau von Bier, beziehungsweise Hopfen und dann die Produktion von Bier kümmern. Hast du zufällig Hopfen? Linsen, Kürbisse. Weizen, Rüben, Karotten, Kohl. Nee, der hat keinen Hopfen. Kann auch sein, dass der Händler die Hopfensamen hatte. Möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Gut, werden wir ja sehen in der nächsten Folge. Denn für heute war's das. Und wir latschen zurück. Werden pennen gehen wahrscheinlich. Und dann, ja, werden wir mit Frau Anmut, ne, Frau Anmut hatten wir gerade, werden wir mit dem Händler reden und gucken, was der für uns noch Schönes hat. Also, bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.